Servus und hallo auf meinem Kanal. Mir ist der Wechselrichter kaputt gegangen. Ich habe es zum Glück gemerkt. Ich denke, es war nur ein oder zwei Tage. Und ja, hat ein komisches Geräusch gemacht vom Wechselrichter her. Hat nur noch geklackert, keine Spannung mehr angezeigt. Ihr seht hier am Stromzähler lief auch nichts mehr. Wie ich das ganze Ding repariert habe und so 1500 Euro gespart habe, seht ihr in diesem Video. Bevor ihr irgendwas macht, Sicherung raus. Als erstes müssen die Stecker von unserer Photovoltaikstrecke raus und der Stromanschluss vom Wechselrichter und dann natürlich unbedingt den Hauptschalter deaktivieren. Als nächstes habe ich die Stecker abgeklebt von der Photovoltaikstrenge und mit 1 und 2 markiert, damit ich nachher weiß, wo die wieder dran waren. Dann müssen wir den vorderen Deckel abmontieren. Hinter diesem Deckel befinden sich dann die Stromanschlüsse. Prüft bitte unbedingt mit dem Phaseprüfer, ob hier noch irgendwo Spannung anliegt. Das ist sehr gefährlich und zieht dann zum weiteren Schrauber Handschuhe an. Jetzt könnt ihr die drei Kabel abschrauben und dann das Stromversorgungskabel aus dem Wechselrichter entfernen. Als nächstes wartet ihr mindestens 30 Minuten, damit diese Kondensatoren, die da drin sind, sich entladen. Das sind sehr große Kondensatoren. Und der Strom entlädt sich dann nur langsam, deswegen einfach liegen lassen, dass ihr Stromschlag bekommt. Als nächstes entfernt ihr auf der Rückseite vom Wechselrichter die Schraube und dann könnt ihr einfach den Deckel abnehmen. Jetzt sind es nur noch 4 Schrauben, damit ihr dieses Blech umklappen könnt. Die einfach kurz wegmachen. Jetzt müsst ihr die 4 Stecker hier entfernen. Auf dem Board sind die Pins durchnummeriert von 1 bis 8, das sind mehrere Anschlüsse. Einfach mit einem Edding Linie drauf machen von 1 bis 4. Und dann macht ihr euch am besten noch ein Foto von den Stecker, dann wisst ihr auch, wo die genau aufgesteckt waren. Jetzt könnt ihr die Stecker abziehen und am besten dann gerade auf die Seite legen, dass ihr noch Platz habe. Und den Wechselrichter dann umdrehen. Jetzt muss noch das Flachbandkabel ab, dazu einfach die Pins auf die Seite wegdrücke, bis die ausklinke und dann kann man das Kabel vorsichtig rausziehen und auf die Seite legen. Hier sind jetzt die 4 Relais, eins davon ist der Übeltäter und hier vorne seht ihr jetzt alle Kabel, die markiert ihr euch am besten auch wieder mit Edding und dann könnt ihr euch da noch ein Foto davon machen, damit ihr nachher wieder wisst, wo die drin waren. Passt aber auf, die Anschlussbuchse habe teilweise 2 Pins. Ich markiere die jetzt durch mit ein paar Zeichen und dann habe ich es nachher auch einfach wieder beim Zusammenstecken. In der Mitte ist auch der Stecker vom Ventilator, den könnt ihr auch gleich runter machen und dann könnt ihr anfangen, die andere Stecker alle abzuziehen. Macht euch aber bitte ein Foto vorher. Ich habe es auch gebraucht, weil nachher wisst ihr nämlich ganz genau, welcher Stecker wo war und dann ist es sehr hilfreich, nochmal auf ein Foto drauf gucken zu können. Wenn dann alle Stecker draußen sind, als nächstes die ganzen Schrauben rausmachen. Das müsste so 12, 13, 14 Schrauben sein. Vorne in der Mitte ist eine dickere, da ein bisschen aufpassen. Wenn alle Schrauben dann draußen sind, könnt ihr die Platine vorsichtig abnehmen und auf die Rückseite auf die Werkbank legen. Und hier auf der Rückseite seht ihr jetzt wirklich diesen einen Lötpunkt und der ist wahrscheinlich schuldig. Den werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und wegen so einem kleinen, pupsigen Lötpunkt funktioniert der Wechselrichter nicht mehr. Bevor ihr da drüber lötet, müsst ihr die Lötstelle ein bisschen sauber machen. Am besten mit einer Drahtbürste oder ein bisschen Schmirgelpapier oder irgendwas, wo ihr ein bisschen dran kratzen könnt. Und dann könnt ihr da auch richtig dran löten. Dann die Lötstelle kurz mit dem Lötkolbe richtig erwärmen. Und dann neues Lötzinn drauf und dann passt das wieder. Der dunkle Ring um die Lötstelle ist übrigens nicht verbrannt, sondern vom Edding, da habe ich mir die Lötstelle einfach markiert.
Jetzt wird wieder alles in umgekehrter Reihenfolge montiert. Also erst das Platine drauf und die Schraube wieder dran. Jetzt kommen wieder die tolle, schön beschriftete Stecker dran. Und ich habe das Foto wirklich gebraucht, da ich am Schluss nicht mehr wusste, genau wie rum die Stecker dran waren. Dann muss das Flachbandkabel wieder dran. Achtet auf die eine Nase, auf der flache, lange Seite und dass die zwei Einrastnasen richtig eingerastet sind. Dann wird der Platinehalter wieder mit den vier Schrauben befestigt. Und anschließend können wir den Deckel auf die Rückseite machen und die obere und untere Halterung dran. Alle Schrauben schön dran und gut festziehen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Das Netzkabel habe ich bereits wieder eingeführt und angeschlossen. Jetzt können wir auch wieder die Photovoltaikstränge anschließen. Dazu darf die Anlage nicht angeschaltet sein, besonders nicht, wenn Strom auf der Photovoltaikmodule ist. Das bitte erst ganz am Schluss machen dann. Nachdem alles ordentlich angeschlossen ist, könnt ihr dann auch, wenn der Deckel auch noch montiert ist, die Sicherung reinmachen und danach den Hauptschalter am Photovoltaikwechselrichter anschalten. Der Wechselrichter startet jetzt, macht verschiedene Messungen mit Spannungen, Widerstände von den Panels und schaltet dann irgendwann das 50 Hertz Signal an, um sich zu synchronisieren. Dann wäre die Panels zugeschaltet und die Spannung angezeigt von extern und von intern. Und dann kommt der spannende Moment. So, und jetzt wird's spannend. Und? Jawohl, das war's. Ein Lötpunkt. Unglaublich. Läuft wieder. So, ihr habt gerade gesehen, mein Wechselrichter läuft wieder. Strom kommt wieder raus. Von dem her ist die Operation geglückt. Hat funktioniert mit einem Lötpunkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, ein Like. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.